Fünf Schwestern aus Köln haben die sogenannten Ramadan Lights organisiert. Salia Bektasch ist die Jüngste. Wir haben ja monatelang dafür gearbeitet und das jetzt live zu erleben, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, was ich gerade empfinde. Ich bin so froh, so glücklich. Es ist schöner gelaufen, als wir uns das hätten vorstellen können. Salia hatte so eine Ramadan-Beleuchtung bei einem Auslandspraktikum in London gesehen und dachte, das möchte ich auch für meine Stadt. Vielleicht stoßt es jetzt im ersten Moment vielleicht auch auf Gegenwind. Aber wir glauben, dass wenn die breite Bevölkerung auch weiß, dass der Ramadan stattfindet, dass man darüber reden kann, dass man dadurch ins Gespräch kommt. Köln ist neben Frankfurt die erste Stadt in Deutschland, in der es die Ramadan-Lights gibt. Hier ist es privat finanziert. Die Schwestern haben dafür einen Verein gegründet, Spenden gesammelt und Sponsoren gewonnen. Kritik gab es auch im Vorfeld an den Ramadan-Lights in Köln. Unter dieser Vorankündigung auf Social Media stehen ablehnende Kommentare. Unmöglich. Völlig verrückt. Damit habe sie gerechnet, sagt Rukir Baktasch. Wir wollen ja keinen Wirbel verursachen oder jetzt eine Islamisierung von irgendwas oder gemeine Gedanken haben wir ja in keinster Weise. Ramadan beginnt nun auch öffentlich sichtbar mit diesen Lichtern in der Straße.